Ja, heute gibt's endlich mal wieder Powerwolf. Ich freue mich tierisch und das ist so geil. Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Gunnar alias die fette Kokette. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem Reaction-Video hier auf meinem Kanal und ich freue mich tierisch, denn heute veröffentlichen Powerwolf ihre erste Single aus ihrem kommenden Album Call of the Wild, was unter Napalm Records erscheinen wird. Und es ist gleich 14 Uhr, das heißt, gleich startet die Premiere von dem Song. Ich muss einmal gucken, wie der Song heißt. Beast of Gewauden? 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 Und ich würde sagen, wir seppen mal rüber, weil da geht es nämlich auch schon tierisch ab auf der, in der Lobby, sage ich mal. So, und da wären wir. So wird es natürlich auch eine helle Reaction ablaufen. Premiere wird dann also groß sein. Ich bin klein, ansonsten machen wir es wieder umgedreht. Und man sieht ja, wir haben hier ungefähr 2000 Leute, die warten und der Chat geht schon wieder tierisch ab. Ich persönlich freue mich auch tierisch auf einen neuen Powerwolf-Song, weil ich muss ehrlich sagen, Sacrament of Sin, glaube ich, war das letzte Album und Preachers of the Night ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das so ist, das kann ich ehrlich sagen. Blood of the Saints und Bible of the Beast, was für mich das beste Powerwolf-Album schlechthin ist, weil ich damit auch angefangen habe. Aber gut, aber wir haben jetzt auch noch gut 10 Minuten Zeit. Ich würde sagen, bevor wir in die Premiere starten, schauen wir uns mal an, was diese Bestie auf Gewauden überhaupt ist. Ich würde sagen, ich habe da mal was vorbereitet. Die Beste auf Gewauden. Heute gibt es nämlich noch einen kleinen Bildungsauftrag. Und zwar, französisch Bête Gewauden ist eine Bezeichnung für ein Raubtier, dessen Angriff in den Jahren 1764 bis 1766 in Gewauden, Südfrankreich und an angrenzenden Gebieten etwa 100 Kinder, Jugendliche und Frauen zum Opfer fielen. Das Gewauden war eine dünn besiedelte historische Provinz im Zentralmassiv. Seine Grenzen entsprachen weitgehend denen des heutigen Departements Lozère. Einige Historiker gehen davon aus, dass mehrere Tiere an den Angriffen beteiligt waren. Das Ganze könnt ihr natürlich im Wikipedia nachlesen, aber ich dachte, um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken, können wir das machen. Die Anzahl der bekanntesten Todesfälle variiert je nach Quelle von 78 bis 99, die der Verletzten von 50 bis 80. Das jüngste Opfer war 3 Jahre alt, das älteste wahrscheinlich 68. Etwa jedes vierte Todesopfer war älter als 16 Jahre. In dieser Altersgruppe wurden ausschließlich Frauen getötet. Macht man noch nicht, das schöne Geschlecht angreifen. Der erste behördlich registrierte Angriff fand am 30. Juni 1764 statt. Die Leiche des 14-jährigen Hirten, Jean Bullitt aus der Brauerei Saint-Étienne-de-Lugredras im Haut des Wavris. Alter, mein Französisch geht ja mal gar nicht. Ich kann überhaupt kein Französisch, aber ich find's lustig. Jenseits der Grenze des Gewauden wurde am folgenden Tag zerfleischt aufgefunden. Sehr wahrscheinlich lässt sich jedoch bereits ein nicht genau zu datierenden Angriff auf eine Hütte im Frühjahr 1764 in Saint-Florent-d'Almacris im Osten des Gewauden der Bestie zuordnen. Ich bin gespannt, wie man diese Bestie generell ausspricht. Aber wir switchen wieder zurück zu Powerwolf, denn die haben jetzt ungefähr gut 3 Jahre kein Album mehr rausgebracht, was ja nun auch nicht schlimm ist. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vorne sehen wir schon den Attila. Ich mag Attila als Sänger total. Der hat eine so geile Stimme. Und ich würde sagen, wir switchen erstmal. Wir müssen jetzt hier keine 8 Minuten noch warten. Also von daher, wir sehen uns gleich zur Premiere von Powerwolf. Die Bestie von Gewauden. Hundertprozentig falsch. Aber ich freue mich. Seid dabei. Ja, Freunde, ihr seht, es geht los. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ein paar Minuten früher, oder? Nein, es ist schon perfekt 2 Uhr. Ich bin so gespannt. Ihr hoffentlich auch. Oh, geil. Um die 2000 Zuschauer, wir lassen das Video natürlich durchlaufen. Wir machen das Ganze noch auf groß. Macht euch da mal keine Sorgen. Ich bin sehr gespannt.
So, Freunde, habt ihr Bock auf geilen Power Metal aus Deutschland? Ich ja. 5 Sekunden noch, bis wir den neuesten Powerwolf-Song hören. Ich bin sehr gespannt. Und ab geht's. Geil. Einfach nur geil. Das war ein Powerwolf mit Beast of Gevodan. Beast of Gevodan. Zumindest habe ich das so ausgesprochen, nicht Gevoden, so wie ich das ausgesprochen habe. Und das Ganze stammt natürlich aus ihrem kommenden Album Call of the Wild, was glaube ich am 16. oder 15. Juli diesen Jahres erscheint. Es ist der 16. Juli und das gibt es natürlich in ziemlich vielen Varianten. Und da sollen unglaublich viele Gastauftritte meines Erachtens dabei sein. Wir haben Johan Heck von Amon Amarth, Christoph Barnes, wenn der so hieß, ich weiß nicht mehr, der Sänger von Aerstorm, Elise Whiteglass von Arch Enemy, der Sänger von Winter Sun und noch viele, viele, viele mehr. Unglaublich. Ich glaube, dieses Album wird großartig. Der Song war geil. So typischer Powerwolf-Song. Schöner Chor im Hintergrund. Geil. Ich habe Gänsehaut bekommen, als ich den Attila hab singen hören. Ich mag diesen Attila Dorn, der ist so geil.
Und auch der Keyboarder, mir fällt der Name gerade nicht, ich wollte gerade sagen, Flaker, das war ja Rammstein, der macht auch immer auf Konzerten, der animiert die Leute auch immer so geil und die Gitarristen und der Drummer, das ist eine Power, das ist eine geile Band, die habe ich auch schon, glaube ich, dreimal live gesehen, wo sie noch nicht ganz so mega bekannt war und die machen einfach Spaß, die ziehen einen wirklich von Anfang an in ihren Bann und die machen eine geile Bühnenshow. Geil, richtig geil. Also ich freue mich auf das Album. Wenn ihr wollt, dass ich mal eine Review dazu mache, dann haut's mal in die Kommentare. Es ist ein paar Tage nach meinem Geburtstag. Da bin ich sehr gehypt und gespannt vor allem. Lasst eure Meinung zu Beast of Gewoden da. Ich habe den aktuellen Song. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie man es ausspricht. Haut's in die Kommentare. Geiler Power Metal Song. Hat mich tierisch gefreut, das bei der Premiere dabei sein zu dürfen. Und jetzt seid ihr dran. Haut's in die Kommentare. Massiver Sprachfehler heute. Link zum Video Powerwolf Napalm Records findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.